Moin, Eugen hier. Wir machen heute was ganz Verrücktes. Wir wollen heute Bluff zubereiten. Aber, wie gesagt, was ganz Verrücktes, wir machen das komplett anders. Statt Reis nehmen wir rote Linsen und statt für gewohnt Rind oder Schwein nehmen wir Thunfisch. Im ersten Schritt müssen wir unsere roten Linsen mit kaltem Wasser durchwaschen. Ich nehme dazu ein Teesieb. Und nachdem wir es durchgespült haben, lassen wir es ein bisschen im Wasser stehen. Und noch eine zweite Portion. Als nächstes brauchen wir ein paar Möhrchen. Die Möhren versuchen wir in Streifen zu schneiden. Jetzt kommen wir zum Thunfisch. Diesen schneiden wir auch in kleinere Stücke. Den Thunfisch werden wir erstmal anbraten. Etwas Öl. Jetzt können wir auch die Möhren reintun. Und zwischendurch hacken wir ein paar Knoblauchzehen. Ach übrigens, unsere roten Linsen sind schön aufgegangen. Nach etwas Garzeit tun wir auch den Knoblauch hinzu. Und jetzt kommen wir zu den roten Linsen. Rein in das Geschehen. Das Ganze füllen wir mit Wasser auf. Wir salzen das Ganze. Ein wenig Pfeffer. Ein paar Lorbeerblätter und nun lassen wir das Ganze etwas köcheln. Von Zeit zu Zeit immer ein bisschen durchrühren. Mittlerweile ist das ganze Wasser von den Linsen aufgesaugt worden bzw. ist verdampft und nun können wir servieren. Etwas Grün obendrauf. Vorzüglich.